Willkommen zu Tag 5 unserer gemeinsamen Zeit mit dieser Mantra-Meditationsreise. Namaste. Wir hoffen, dass du diese Sessions mit uns genießt. Es macht uns große Freude, sie mit dir teilen zu können. Weißt du, bei der Mantra-Meditation geht es nicht darum, dass man sie tut und dann abschaltet für den Rest des Tages. Der Sinn dieser Mantra-Meditation ist, die Mantras in dein Leben zu integrieren, sodass die Mantras dich begleiten, ganz gleich, was du tust und wo du auch bist. Das ist der wahre Umgang mit den Mantras und das Geschenk, das sie dir geben. Auf diese Weise werden sie dir helfen und dich auf deiner Lebensreise unterstützen. Das ist das Schöne am Leben mit Mantras. Mantras sind alle wie verschiedene Türen. Sie haben alle eine eigene Schwingung und einen unterschiedlichen Fokus. Aber jede dieser Türen führt tatsächlich zu demselben Raum, den wir tief in uns finden und nach dem wir uns alle sehnen. Und das ist der Raum, wo wir im Einklang und eins mit uns selbst und mit allem sind, was uns umgibt. Dort fühlen wir uns nicht mehr getrennt. Die Mantras sind die Schlüssel zum Öffnen dieser verschiedenen Türen, die alle in denselben inneren Raum führen. Heute möchten wir den Beschützer unseres spirituellen Weges ehren. Narasimha. Es ist die Energie, die uns vor negativen Einflüssen, vor Zweifeln, vor Urteilen schützt, die wir im Außen fühlen oder die wir im Inneren erschaffen. Und sie hilft uns dabei, uns auf unsere innere Stimme einzustellen, unserer inneren Stimme zu vertrauen und dem Licht zu folgen, das wir alle in uns tragen und dessen wir uns alle bewusst sind. There is a voice within us that es gibt eine Stimme in uns, die uns die Kraft verleiht, uns über diese negative Stimme zu erheben, die jeder von uns in irgendeiner Form in sich trägt und die wir auch oft von der Außenwelt empfangen. Und das ist das Mantra, auf das wir uns heute konzentrieren möchten. Narasimha, der Beschützer. The words are Narasimha. Die Worte dieses Mantras sind Narasimha Tava Dasohum. Das heißt also Narasimha, Narasimha Tava Dasoham. Just a word about the pronunciation Narasimha. Ganz kurz zur Aussprache von Narasimha. Ich wende mich hier an die Englischsprechenden unter uns. Es klingt vielleicht so, als gäbe es ein D im Wort, aber Narasimha wird buchstabiert N-A-R-A. Und zwar am besten mit einem rollenden R. Is most beneficial. So we encourage you to, wir möchten dich ermutigen, es auf diese Weise auszusprechen, auch wenn es vielleicht nicht so leicht von der Zunge geht. Tava da soham. Tava da soham. Today we will be using the recording. Heute werden wir die Aufnahme der CD Password verwenden. Es hat eine wirklich wunderschöne und sehr sanfte Melodie. Fast wie ein Wiegenlied, was uns wieder daran erinnert, dass Schutz keine harte Schale sein muss. Schutz muss nicht mit Aggression einhergehen. Es ist ein Schutz, der uns auf sanfte Weise trägt und uns unsichtbar, aber fühlbar umhüllt. Also genieße Narasimha Tava Dasohum. Singe mit und öffne dich dieser Energie des Schutzes und der Geborgenheit. Let's open ourselves to the öffnen wir uns für das Verständnis, dass Schutz nur dann benötigt wird, wenn wir uns auf der Ebene des Getrenntseins befinden. Und erinnern wir uns noch einmal daran, dass uns alle Mantras zu der Ebene bringen, wo alles eins ist. Und mit diesem Verständnis genießen wir diese wunderschöne Melodie. With this understanding we are home. Mit diesem Verständnis sind wir heil. With this understanding we are all one. Mit diesem Verständnis sind wir alle eins. Narasimha Tava Dasoham.
Take a deep breath. Atme tief ein. Reconnecting with that inner smile. Verbinden wir uns wieder mit dem inneren Lächeln. That is a symbol of our trust. Das ist ein Symbol unseres Vertrauens. Trust in our own inner guiding light. Das Vertrauen in unser eigenes Licht, das uns leitet. And even when we open the eyes now, und wenn wir unsere Augen jetzt öffnen, nehmen wir das Lächeln mit in die Welt. Wir brauchen unsere Meditation nicht beenden. Wir lassen sie einfach weitergehen. Einfließen in alles, was wir anschließend noch tun. Wir wünschen dir allen Segen. Namaste. Namaste.